Eventuell erinnert ihr euch sogar noch, in einem der letzten Videos haben wir recht ausführlich darüber gesprochen, wie viele Flugzeuge eines bestimmten Flugzeugtypen, eines bestimmten Herstellers heute wirklich noch aktiv durch die Gegend fliegen. Und jetzt gerade lohnt es sich, dabei dem erfolgreichsten Airbus-Flugzeug nochmal etwas genauer hinzuschauen, denn Airbus hat jetzt ein Bild veröffentlicht, das die Auslieferung des 9000. Flugzeuges der A320-Familie zeigt. Ein paar Infos dazu gibt es jetzt und damit viel Spaß. Und damit hallo und ganz herzlich willkommen zu einem neuen und kurzen Video. Ich hoffe, es geht euch gut. Der europäische Flugzeugbauer Airbus hat gestern auf all seinen Social-Media-Plattformen, so wie sie das immer machen, ein Bild von einem Flugzeug veröffentlicht mit großen davorstehenden Zahlen. Solche Bilder sieht man in letzter Zeit tatsächlich ziemlich häufig. Bei jedem halbwegs interessanten Ereignis wird dort irgendwas vors Flugzeug gestellt und dann ein Foto davon gemacht. Also es muss sehr beeindruckend sein, was die da jetzt mittlerweile alles an Buchstaben und Zahlen rumstehen haben. Aber gut, es geht da auf diesem Bild um einen Airbus A320neo, der für EasyJet bestimmt ist. Es handelt sich dabei um die 9000. Auslieferung eines Flugzeuges der A320-Familie. Um diesen Meilenstein zu erreichen, benötigte der Flugzeugbauer ganze 31,5 Jahre. Den A320 gibt es tatsächlich schon so lange bei den Fluggesellschaften. Das erste Mal geflogen ist das Flugzeug im Februar 1987. Das erste Mal ausgeliefert wurde er dann im Frühjahr 1988. Das waren damals noch A320-100, ohne diese typischen Airbus Wingtip Fences an den Tragflächenspitzen. Und wenn man das jetzt mal ganz simpel durchrechnet auf die 31,5 Jahre, dann bedeutet das, dass Airbus im Durchschnitt eine monatliche Produktionsrate von knapp 24 Flugzeugen beim A320 erreicht hat. Dabei war diese Rate zu Beginn der A320-Produktion natürlich noch deutlich geringer als das, was man da heute mittlerweile erreicht hat. Auf halber Strecke zu den 9000 ausgelieferten Flugzeugen, bei denen man jetzt ist, war man auch gerade erst vor 9 Jahren ungefähr. Dort wurden einige A320 mit den Seriennummern rund um 4500 ausgeliefert. Mittlerweile liegt die monatliche Produktionsrate von Flugzeugen der A320-Familie aber tatsächlich schon bei über 60 Flugzeugen. Die Dinger werden ja mittlerweile auch nicht mehr nur noch in Frankreich gebaut, sondern natürlich schon seit Jahrzehnten im Airbus-Werk Hamburg-Finkenwerder, aber mittlerweile auch in China und in den Vereinigten Staaten. Über all die Jahre haben die Flugzeuge natürlich zahlreiche Modernisierungen mitgemacht, um den A320 immer auf dem aktuellsten Stand zu halten und immer, naja, auch im Vergleich zu den Wettbewerbern, im Vergleich zu 737, auf einem vernünftigen Stand zu halten. Das können so ganz offensichtliche Veränderungen sein, wie beispielsweise schon wenige Monate nach der Einführung des A320 im November 1988 das Anbringen der vorhin schon erwähnten typischen Airbus Wingtip Fences und damit den Übergang vom A320-100 zum A320-200, die mit Abstand meistgebaute Version des Airbus A320. Im März 1993 folgte dann der Erstflug der verlängerten Variante des A320, also der Erstflug des A321. Im Jahr 1995 kam dann die verkürzte Version der A319 hinzu und im Jahr 2002 flog der eher weniger erfolgreiche Airbus A318 zum ersten Mal. Ende 2012 gab es dann den ersten A320 mit den sogenannten Sharklets, also mit den hochgeklappten Flügelenden, mit den Winglets, so wie man die auch schon lange bei der Boeing 737-800 beispielsweise gesehen hat. Das soll nochmal eine Treibstoffersparnis von etwa 3-4% bringen. Und im September 2014 flog dann zum ersten Mal der Airbus A320neo. Also der A320 mit den überarbeiteten Triebwerksoptionen, was in Kombination mit den Sharklets ungefähr 15% Treibstoffersparnis im Vergleich zum älteren A320-200 bringen soll. Danach folgte noch der A321neo und auch der A319neo. Den A321neo gibt es mittlerweile auch als Long Range bzw. sogar als Extra Long Range Variante. Dazu gab es über all die Jahre bei den Flugzeugen der A320-Familie natürlich auch Veränderungen, die auf den ersten Blick nicht so wirklich offensichtlich sind. Beispielsweise im Jahr 2009 der Wechsel von den alten A320-Displays auf die neuen LCD-Panels. Könnt ihr ganz einfach daran erkennen, wenn ihr mal ins Cockpit schaut, dann haben die Displays entweder so abgerundete Ecken, das sind dann die alten Displays, oder sie sind halt wirklich, ja, eckig, dann sind es die neuen Displays.
Dazu gab es dann beispielsweise noch die Einführung des sogenannten Short Field Package, einfach eine aerodynamische Überarbeitung des Flugzeuges, die man hinzubuchen kann, um den A320 für wirklich kurze Start- und Landebahnen fit zu machen. Oder es gab auch eine sogenannte Steep Approach Funktion für den A320, welche dann steilere Anflüge mit dem A320 ermöglicht, bis zu 5,5 Grad, so wie man das beispielsweise am London City Airport finden kann. Und ihr merkt schon, da hat sich seit 1987 und seit 9000 ausgelieferten Flugzeugen echt eine ganze Menge verändert. Das Flugzeug wurde immer und immer wieder in die aktuelle Zeit geholt und mittlerweile gibt es auch natürlich eine ganze Menge moderne, zeitgemäße Exemplare. Es gibt aber natürlich auch mittlerweile bei den Fluggesellschaften viele veraltete, und zwar wirklich veraltete Exemplare des A320. Den ältesten überhaupt, den Airbus A320-100 Prototypen von damals, den gibt es heute übrigens auch, glücklicherweise immer noch. Der steht bei Airbus in Toulouse, ist mittlerweile sogar wieder in den Farben vom Erstflug 1987 lackiert. Also sehr schöne Sache, dass man das Flugzeug noch hat. Ansonsten gibt es allerdings keine Exemplare mehr vom Typ A320-100, die sind mittlerweile alle verschrottet. Den ältesten A320-200, den man ja als Passagier so am Markt finden kann, der fliegt heute bei Jordan Aviation und das Ding geht mittlerweile auf die 31 Jahre zu. Ist übrigens die 29. je gebaute Maschine aus der A320-Familie, ist also echt schon eine ganze Weile her. Aber gut, auch Lufthansa hat noch ein paar wenige A320, die mittlerweile bereits über 30 Jahre alt sind. Diese werden jetzt aber alle Stück für Stück ausgeflottet und dann auch verschrottet. Also für diese Maschinen gibt es kein zweites Leben bei irgendeiner anderen Fluggesellschaft. Größter Betreiber der A320-Familie ist übrigens heutzutage lustigerweise American Airlines. Die sind durch ein paar Übernahmen und so weiter mittlerweile zu über 400 Maschinen aus der A320-Familie gekommen. Dazu auch über 200 Airbus A321, die da mittlerweile unterwegs sind. Und ganz allgemein kann man noch sagen, von den 9000 mittlerweile ausgelieferten Maschinen der A320-Familie sind heute noch immer knapp 8200 Exemplare aktiv bei verschiedenen Fluggesellschaften unterwegs. Sind also etwas mehr als 90% aller ausgelieferten A320 heute noch immer irgendwo am Markt verfügbar. Insgesamt offene Bestellungen aus der A320-Familie gibt es heute noch knapp 5800 Stück. Insgesamt wurden also vom A320 und seinen Geschwistern etwa 14.800 Flugzeuge bestellt. Das ist tatsächlich echt kein schlechter Wert. Und wenn Airbus so weitermacht, dann wird es höchstwahrscheinlich auch nur noch knapp 15 Monate dauern. Und dann feiert man die Auslieferung des 10.000. Flugzeugs der A320-Familie. Bis dahin soll es das für heute erstmal gewesen sein. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es waren bei diesem kurzen Video ein paar interessante Infos für euch mit dabei. Und dann sehen wir uns hoffentlich morgen bei einem neuen Video wieder. Bis dahin, lasst es euch gut gehen und tschüss.